So, und damit herzlich willkommen zu Honkai Impact Third, die neue Woche. Und wir fangen gleich mit was richtig Gutem an, denn es gibt eine Abstimmung. Beziehungsweise es ist schon die zweite Abstimmung, aber egal. Abstimmen! Oh, das ist ja ungünstig. Warte mal ganz kurz. Das ist ja ungünstig, so. Müssen wir mal gucken. Eventplan, Abstimmung, 21. Dezember. Was haben wir heute? 21. Dezember. Auswähle, was? Auszählung? Also, gut. Wo kann ich teilnehmen? Ah, hier. Okay. Warte mal ganz kurz. So, okay. Ja, beliebt, der beliebteste Kampfanzug des Jahres. Oh, schwierig. Schwierig. Boah, ist echt schwierig. Also, ich würde sagen, warum ist überhaupt sie hier ausgewählt? Warum ist überhaupt sie hier? Sie ist nicht mal ein Kampfanzug. Also sei mir jetzt nicht sauer, aber die Post-Honkai Odyssey, das hat doch überhaupt nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Warum ist sie hier ausgewählt? Das verstehe ich. Kann ich mehrere wählen? Ja, ich kann nur einen wählen. Okay. Next. So, das beliebteste Outfit des Jahres. Puh. Also ohne lange zu überlegen. Ganz klar. Beliebtester NPC des Jahres. Oh, schwierig. Ja, wobei so... Oder? Warum zum Fick ist Himiko hier? Vorherige... Ja, aber das ist doch kein NPC. Das ist doch kein NPC. Hä, was ist das für ein Voting? Oh Gott, oh Gott. Oh, schwierig. Ich kann doch nur einen wählen, ne? Oh, schwierig. Also, ich muss sagen, ich finde Raven geil. Ich finde aber auch Anna geil. Ich nehme Anna. Anna. So, next one. Beliebteste Stigmata des Jahres. Oh, also ganz ehrlich, das ist super einfach. Es gibt nur eine richtige Auswahl. Benares. Ich liebe sie. So. Beliebtester Versionstrailer. Ach du Scheiße. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, von denen, die jetzt ausgewählt sind, ich fand eigentlich den von 3.6 geil. Aber der steht gar nicht da, weil das war der einzige, der 60 FPS hatte. Also ihr wisst, was ich damit meine. Oder ich überlege gerade, gab es nicht noch einen anderen? Ich bin gerade echt, jetzt bin ich gerade am überlegen, warte mal ganz kurz. Oder hatte der hier nicht auch 60 FPS? Ist ja egal, nee. Aber ich fand den von 3.6 eigentlich am besten. Aber hier, der ist auch geil. Von Delta, ey. Beste. So, beliebteste Animation des Jahres. Puh. Ja gut, das war ja jetzt keine Animation. Das war jetzt kein Kurzfilm. Ich glaube eher richtige Kurzfilme haben hier, oder? Wobei, das mit Durandal fand ich auch geil tatsächlich. Meteorische Erlöse. Oh, schwierig. Also ich fand die Meteorisch... Naja, komm, also ganz ehrlich, Kiana gewinnt. So, beliebtester Kampf des Jahres. Beliebtester Kampf des Jahres. Oh. Oh. Das ist auch interessant. Aber ich glaube, der bestprogrammierteste Kampf war immer noch der hier. Mit den Quicktime-Events und alles. Da kannst du sagen, was du willst. Das war für mich der beste Kampf. Weil das war so geil programmiert einfach. Das berühmteste Event ist ja... Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt ein Event ist. Das ist eine Open World und... Oh, Digga, Leute. Oh. Ja gut, aber jetzt mal ernsthaft. Das beste Event, was war denn das? Ja gut, also Königreiche Zero war es schon mal nicht. Weil das war ja dieses Online-Event. Das war ja dieses beschissene Online-Event. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Das war ja auch ein Online-Event, oder? Ja, die Online-Events sind sowieso bei mir schon raus. Ich glaube, das war kein Online-Event. Das war auch kein Online-Event. Das war auch offline. Aber da hat Rita klar die Nase vorn. Meine Abstimmungen. Gut, E-Mail-Adresse ist jetzt... Oder warte mal ganz kurz. Ach,
Das muss ich hier da, ach so, das muss ich hier noch eingeben. Ja gut, das mache ich dann einfach nach der Aufnahme, ist jetzt egal. Das können wir nach der Aufnahme immer noch machen. Kein Problem. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was ich gewählt habe, also von daher. Gut. Zurück zum Spiel, würde ich sagen, und dann können wir. Wie gesagt, ich fülle das dann danach einfach aus. Muss jetzt keiner sehen. Scheiß drauf. So. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Hallo? Bitte geh. Entschuldigung. Ich werde wieder zugesperrt. Oh, was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Ach, guck mal an. Der Kadett hat seine Aufgaben gemacht. Brav gemacht. Und der wird mir. Ah, der legt mich hier direkt ein um 9 Uhr. Alter, um 10 Uhr. Digga, um 10 Uhr schlafen normale Menschen. Ah. Kerl, ey, das ist halt schlimm. Um 10 Uhr schlafen normale Menschen. Zumindest sollten normale Menschen da schlafen. So, was haben wir hier noch? Ah. Oha. Ja, einfach mal eine Kopfgeldaufgabe gekriegt. Ja, klar. Okay. Okay, sehr geil. Das war zwar jetzt so gar nicht geplant. Eine Dische erfrischt mich nach schlaflosem Nacht immer. Was? Eine Dusche erfrischt mich nach einer schlaflosen Nacht immer. Das solltest du auch mal probieren. Alter, willst du mal nicht sagen, ich stinke oder was? Was sind das für eine Anspielung? Was ist das denn? Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Also. Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Ah. Ich krieg einfach was anderes. Alles klar. Super. Das ist ja richtig gut. Ah, Gott, ey. Sim-Kampf. Was haben wir hier wieder? Ach, das sind wahrscheinlich wieder diese super einfachen Kämpfe, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ja, hier, Alter. May, Alter. Klar. Kinderkacke wird das. Okay, das ist Kinderkacke. Oder wie man so schön sagt, das ist nice. Das ist nice. Naja, das ist nice. Das ist hier ein geiler Scheiß. Oh Gott. Oh Mann. Und die Musik ist erstmal wieder weg. Perfekt. Die Musik ist weg. So, was haben wir hier schön? Das ganze Karte. Was? Material sammeln, geh weg. Hallo. Will nicht Material sammeln. Bitte lecken Sie meinen Lyris. Ah ja, Teri. Teri, 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 Teri. Teridactylus. Oh Gott. Da habe ich jetzt wieder was gesagt, ey. Teridactylus. Vor allem, das müsst ihr euch mal vorstellen. Oh Gott. Weißt du, mit diesen Augen, mit diesen Teri-Augen. Boah, Alter. War das jetzt überhaupt sinnvoll, was ich gerade genommen habe? Keine Ahnung. Ich glaube, das war nicht sinnvoll, oder? Ich glaube, das war nicht sinnvoll. Warte mal. Nein, das war Sinn. Nein, das war useless. Okay. Naja, gut. Okay. Gut. Ich würde ja sie nochmal mitnehmen, aber sie ist so scheißen stark, Alter. Das ist halt ungünstig. Ja, sie ist so verfickt stark, Mann. Das ist nicht gut. Okay, mal gucken. Nehmen wir noch mit. Ah, hier vielleicht. Entschuldigung. Entschuldigung, das war ein Leck. Entschuldigung, das war ein Leck. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich das Stigmata-Set komplettiere. Aber da fehlen mir noch zwei Stück. Und ich brauche diese 900 grünen Dinger. Ah! Ja gut, egal. Sprechen wir nicht darüber, dass das ist ein Haufen Scheiße. Ja, aber was machst du jetzt hier? Was machst du hier, hä? Warum guckst du mich so an? Warum guckst du mich so an? Guckst du zurück? Nee.
Madaidi, hadi, hudi, hu, hihihi. Oh Mann. Sag ja, this is nice. Ja gut, dann fangen wir mal an hier mit dem Gedöns. Naja, haben wir erstmal schön abgestimmt für alles. Ich bin ja echt gespannt, welche Idioten tatsächlich die Post-Honkai Odyssey wählen. Weil ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt als Event abstempeln kann oder wie man da überhaupt den Kampfanzug dazu machen kann. Zu der Auswahl. Ich verstehe es gar nicht, weil die hat. Das ist ja nicht mal ein Kampfanzug eigentlich. Du kannst den ja so gar nicht spielen in der normalen Welt. Du kannst den ja nur in dieser scheiß Billig-Open World spielen. In dieser verbackten Kacke da. Deswegen verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Aber gut. Piu. Lol. Man kann jetzt auch gerne sagen, ja, ich versuche jetzt anderen Leuten meine Meinung aufzuzwingen, aber das Ding ist einfach, es hat gar nichts damit zu tun, weil es ist einfach Post-Honkai Odyssey. Es ist weder ein Event, noch ist es irgendwie, noch gibt es da irgendwie spezielle Kampfanzüge, weil du kannst sie ja nirgends nehmen, außer da. Deswegen ist es halt Schwachsinn, die überhaupt zum Voting aufzustellen. Das ist halt einfach alles. Viel schlimmer wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, wird auf keinen Fall Seele. Ich meine nicht, dass ich das jemals machen würde, aber ist ja egal. Jeder soll das machen, was er will. Dafür ist das Voting ja immerhin da, also. Aber ich bin mal gespannt, wenn die Ergebnisse kommen. Bin wirklich mal gespannt. Bin echt mal gespannt, wenn die Ergebnisse kommen. Die Russenbombe. Ja, apropos, was? Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was das für ein komischer QTE ist bei ihr. Ist das eine Russenbombe oder was soll das sein? Aua, aua. Bam. Bam. Naja. Die Kopfnussbombe. Ich verstehe es nicht. Bla 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 bla. Weniger bla bla bla, mehr bam bam bam. Bam 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 bam. Yo, 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 yo. Werdet alle eingefroren. Werdet alle eingefroren. Werdet alle eingefroren. Ah! Bäm. Piu. Bäm, 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 bäm. Bäm. Na, Digga? Was fällt dem eigentlich ein, Alter? Was fällt mir ein? Au! Bam. Bam. Ich finde sie einfach so geil. Kommt einfach rein, pam, 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 pam und dann schmeiß. Das ist einfach so lustig. So, wo müssen wir jetzt hin? Dorf. Dorf. Ich finde es immer noch schade, dass sie einfach nochmal rennt irgendwie. Vor allem, ich finde es lustig, dass sie einfach ohne Waffe rumrennt. Ich finde das so lustig irgendwie. Ich finde das immer noch. Ich finde das immer noch so lustig, dass sie einfach ohne Waffe rumrennt. Easy, Alter, easy.
Ja. Hä? Was jetzt? Ach, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Piu. Aua. Naja, gut. Alter, diese goldene Rüstung. Ich find's auch witzig. Oder warte mal ganz kurz. Ich glaube, wenn sie läuft, man hört auch so ganz bisschen das Klirren der Rüstung. Das war vorher nicht so. Es kann sein, dass ich mir das jetzt einbilde. Ich weiß es nicht genau, aber... Ich muss mal ganz kurz die Musik ausmachen. Warte mal. Wo war das? Hä? Hier. Ach, der Maul. Ich muss mal ganz kurz die Musik ausmachen, weil ich will das jetzt mal ganz kurz testen. So. Ja doch, minimal. Minimal. Minimal hört man das... Ach, du Randall hat doch was Maul. Aber man hört minimal das Klirren der Rüstung. Tatsächlich. Es ist aber nur minimal. Man hört es aber nur minimal. Aber ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Oder ob das jetzt nur wegen der Rüstung ist. Weil wenn das vorher nicht ist, dann ist das ein ziemlich gutes Detail. Muss ich echt sagen. Weil das mir jetzt gerade so aufgefallen hat. Man hört halt einfach wirklich so ein bisschen das Klirren der Rüstung. Ich weiß nicht, ob das vorher so war. Aber ich glaube, vorher war es nicht so. Oder weißt du was? Wir testen es einfach mal kurz aus. Geh mal kurz raus. So, ich gehe wieder rein. Weil das täte mich jetzt echt mal interessieren. Das täte mich jetzt echt mal interessieren. So. Oh, haltet doch mal das Maul. Was ist denn das jetzt hier? Ist das hier ein Gespräch oder was? So, alles weg hier. Jetzt ist aber Schluss hier, ey. Ich geh gleich mit dem Feuerlöscher dazwischen. Tatsache, jetzt hört man's nicht. Jetzt hört man die Rüstung nicht. Jetzt hört man kein Klirren. Also jetzt hört man wirklich kein Klirren, tatsächlich. Vorher hat man das Klirren gehört, jetzt hört man's nicht mehr, weil sie die Rüstung nicht trägt. Wenn sie nachher die Rüstung trägt, dann hört man's wieder. Ey, das ist ja ein geiles Detail. Das ist mir gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Ey, seht ihr mal, was für Details die eigentlich mit einbauen in das Spiel. Auf was überhaupt nicht geachtet wird, ne? Ich achte drauf. Seht ihr mal. Das ist halt echt krass. Aber das ist halt echt so. Also jetzt hat man das Klirren nicht gehört. Ich guck mal gleich nach dem Kampf. Weil wenn man es jetzt dann wieder hört... Weil das ist jetzt echt krass, ey. Darauf habe ich gar nicht... Darauf hat man, glaube ich, nie geachtet, ey. So. Rüstung ist da, alles klar. Ich meine aber, jetzt hat man es wieder. Egal, wenn man erstmal den Kampf da fertig. Dann gucken wir gleich nochmal. Aber das wäre halt ein interessantes Detail. Ich glaube nicht, dass das sonst jemandem aufgefallen ist. Oder beziehungsweise gibt es ja überhaupt Leute, die drauf achten. Und Pam! Richtig schön in die Fresse. Aber mitten in die Fresse rein. Ja.
So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Jetzt hatten wir ja eben ohne Rüstung und jetzt machen wir aber mit Rüstung. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Tatsächlich. Doch, also jetzt hört man so ganz leicht das Klirren der Rüstung. Das hört man. Ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter machen in dem. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter machen müssen in dem Video. Aber man hört's. Das war. Vorher hat man es nicht gehört, das Klirren. Das ist ja geil, Alter. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, richtig geiles Detail. Das ist krass. Da habe ich nicht mit gerechnet. Also gerade für so ein Handy-Game oder so, das ist ein saugutes Detail, mal ehrlich. Das ist geil. Weil vorher hat sie ja keine Rüstung, jetzt hat sie eine Rüstung und dann, dass man dieses Klirren zusätzlich noch hört. Das ist schon geil. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon jemand dran gedacht hat, das mal zu untersuchen, aber das ist ein geiles Detail, wirklich. Das ist geil. Also da muss man echt sagen, das ist krass. Ich muss ja auch sagen, ich mag so eine Details. Sowas mag ich echt gerne. Weil da merkst du auch, dass sie sich Mühe gegeben haben. Da merkst du es halt richtig. Das ist schon geil. Ja, ich bin ein kleiner Detailsucher. Detaillierter Sucher. Ah, Gott. Und jetzt geht die Scheiße wieder los. Oh, es geht direkt schon wieder mit so einer Scheißfrage los. Ey, nee, wirklich jetzt. Was ist das? Jetzt geht alles was ohne bis das kommt. Woher soll ich das wissen? Oh, Leute. Mann, Alter. Ah, wenigstens mal eine gute Frage. So. Das ist ganz einfach. Stückische Nymphe geladene Aufgriffe. Was? Geladene Angriffe, Entschuldigung. Haben mächtige Effekte. Welche der Folgen ist falsch? Geladene Angriffe. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, das ist richtig. Geladene Angriffe. Was? Geladene Angriffe, die irgendwo resonieren mit Zeichen. Was für Zeichen? Geladene Angriffe ruft einer. Ja klar, können auch ohne Dings ausge... Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also hier das oder das? Ich würde aber sagen das. Scheiße. Kacke, ey. Ja, was für komische... Ich weiß auch nicht, ey. Das ist schon die zweite Frage, die falsch ist. Perfekt, ey. Es läuft wieder gut. Oh, hier ist wieder so ein tolles... Kein... Ich weiß, durch Zufall richtig. Alles klar. Oh. Habt ihr noch andere Fragen? Oh, Leute, wirklich. Also... Ey, es tut mir leid, aber... Wirklich, hört mal auf mit den Scheißfragen. Diese Scheiß-Digmata-Fragen weiß kein Mensch. Was soll denn das? Was soll denn die Kacke jedes Mal, ey? Also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Das ist zum Kotzen. Das ist doch nicht normal. Wie befreit man sich von Pavati? Ah, das ist einfach. Mehrfach schnell Angriff oder Ausweichen tippen. Hallo, nimm das jetzt. So. Welche Folgen dann... Oh, ey, Digga. Ey, mach doch gleich ein Stigmata-Quiz draus. Also sorry, aber das ist so eine Scheiße jedes Mal. Hier, ich nehme einfach irgendwas, weil ich es nicht weiß. Woher soll ich das wissen, Mann? Also ich gucke mir jetzt jedes scheiß Stigmata an und merke mir das oder was? Ey, das... Also wirklich... Spaß beiseite jetzt mal, wirklich. Das ist so eine Scheiße einfach. Ey, das sind so blöde Kackfragen. Vor allem immer diese Stigmata-Fragen. Was soll denn das? Woher soll man das denn wissen? Mal ehrlich, woher soll man das wissen? Kein Mensch weiß... Ach, das habe ich... Oh, ich bin so dumm. Ja, aber das sind Fragen, die kannst du einfach nicht wissen, wirklich. Das ist so dumm einfach. Das ist wirklich... Oh, ehrlich. Es tut mir wirklich leid, aber das ist einfach so dumm. Keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ist mir egal. Kann ja auch sagen, es war. Ja, das ganze Quiz ist nicht wahr. Das ganze Quiz ist scheiße, ey. Das kotzt mich an, Alter. Alter, bin ich jetzt dumm oder... Ey, komm, ganz ehrlich.
Wisst ihr was? Löscht einfach das Quiz. Macht einfach kein Quiz mehr. Das ist doch dumm. Das ist doch wirklich dumm. Ey, das macht doch keinen Spaß mehr. Was sind denn das für Scheißfragen? Willst du mich verarschen oder was? Ja, vor allem, Alter. 5 oder 6 Fragen sind Stigmata-Fragen, die du eh nicht wissen kannst. Was ist das für ein Müll, Alter? Macht lieber mal gescheite Fragen, so wie damals, Alter. Da hast du richtig gute Fragen gehabt. Wo das erste Quiz kam oder so. Da ging es dann richtig um einen Charakter oder so, wo du richtig schön die Fragen zu dem Charakter beantwortet hast. Aber was sollen immer diese Stigmata-Fragen, die du nicht wissen kannst? Also wirklich mal, Leute. Das ist Müll. Das ist einfach Müll. Das ist Dogshit, Alter. Ganz ehrlich. Da kannst du reingreifen, dann stinkt deine ganze Hand danach. Ey, wirklich, tut mir leid, aber nee. Das ist überhaupt nicht geil. Bin ja froh, dass man die Scheiße nur einmal in der Woche machen muss. Das reicht schon. Ey, wenn man das mehrmals machen müsste, würde ich kotzen, ey. Bin froh, dass man es nur einmal machen muss in der Woche, weil das kotzt so ab, das Scheiß-Quiz. Also sorry, aber... Es wäre halt auch einfach geil, wenn einfach mal ein paar Story-Fragen da wären. Zum Beispiel, was weiß ich... Aus welchem Grund haben Kiana und May gegeneinander gekämpft oder keine Ahnung. Sowas halt. Das wäre mal richtig geil. Aber nicht so eine Kackfrage, die eh kein Mensch weiß. Also wirklich, tut mir leid, aber... Wenn ihr damit Sympathiepunkte sammeln wollt... Nee, wirklich, also wenn ihr damit Sympathiepunkte sammeln wollt, dann nicht bei mir. Also muss ich ehrlich sagen, sorry, aber... Das ist einfach nicht geil. Naja, egal. Sprechen wir nicht darüber. Ja, es kotzt mich halt echt schon an, wie gesagt, also... So. Einfach weggeklatscht alle. Auf den Scheiße. Die neue Dudu. Uhu. Ist eigentlich direkt schon ein guter Thumbnail fast. Mal gucken. So in der Stadt. So. Damit hätten wir das auch erledigt. Ja, gut, wir können ja nochmal. Wir können ja nochmal. Das können wir noch machen, oder? Oh, Digga, raus! Raus! Oh, diese Dogshit-Leute, dass die immer einfach reinkommen können. So, hier, komm. Kiari. Das ist übrigens gut, das ist mein Kadett. Lustig. Mal gucken, ob sie kommt. Keine Ahnung. Ehrenmann Waldi. Ja, den werde ich bestimmt nicht nehmen, weil das ist ein Arschloch. Da bin ich immer noch sauer. Der hat mich damals um meinen Sieg gebracht. Bei... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Bei dem war das Direktsee? Ach, ich, ja, scheißegal. Das ist ein Arschloch. Dogshit. So. Jetzt kommt keiner von beiden, oder was? Ist euer Ernst? Ach komm, ey, laber nicht. Och, das ist kacke, wenn du Leute einlädst, weißt du, das ist so dumm gemacht, die kriegen die Einladung teilweise gar nicht mit. Das ist so ein blödes System auch einfach. Ich finde, das hätten sie besser machen sollen, dass es auch während dem Kampf, oder so einfach aufploppt, hier Einladung so und so, dass halt irgendwie, was weiß ich, wenn es jetzt nicht der wichtigste Kampf ist, dass du halt leaven kannst oder so. Aber, naja. Weil den werde ich sicher nicht einladen. Den werde ich sicher nicht einladen. Diesen Herrn Baldrian stark für die Nacht. Oh, Entschuldigung. Oh, ey. Ich würde ja auch den einladen, aber der ist ja nicht offline. Der lädt mich ja um 10 Uhr zu Aufgaben ein, wo normale Leute schlafen. Und jetzt ist er natürlich nicht da, weißt du? Ah, Leute. Muss ich jetzt echt irgendwelche Randoms nehmen? Irgendwelche Abstauber wieder? Oh, Leute, kommt, ey. Enttäuscht mich jetzt nicht. Jetzt macht doch keine Scheiße. Es ist halt auch kein Schwein da einfach. Es ist kein Schwein da. Warum ist denn immer nie einer da? Wer ist das? Ich kann nicht mal gucken, wer das ist. Ja, geil. Warum kann ich nicht gucken, wer das ist? Oh, was ist das für ein Müll, Alter? Dogshit, ey. Dogshit-Online-System, ey.
Ja, komm, dann nehmen wir halt irgendwelche Randoms. Ey, leck mich doch am Arsch. Ey, das ist doch scheiße, das System, ey, wirklich. Das Online-System könnt ihr auch mal überarbeiten, ehrlich. Das ist doch Müll. Du bist quasi gezwungen, mit irgendwelchen Randoms zu zocken. Das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch wirklich mal Dogshit, ey. Das macht doch keinen Spaß. Oder hätte ich das auch alleine machen können? Nee, hätte ich nicht. Ja, komm. Mach ready, Alter. 5 Stunden später sind wir immer noch im Bildschirm, ey, wegen dem. Alter, das ist halt so ein Müllsystem, wirklich. Meine Güte, ey. Was ein Kampfsystem. Was ein Online-System. Es ist halt echt nicht geil, wenn du jemanden einlädst. Du kriegst eigentlich gar keinen großartigen Hinweis drauf teilweise. Es ist wirklich blöd. Aber gut, egal, sprechen wir nicht darüber. Das kotzt mich halt an, ey. Hm. Jawoll. Ja, Mutu, Mumpitz. Bäm. Boah, Alter. Ja, aber es wird eh wieder May gewesen sein. May gewinnt immer. Das ist Bullshit, Alter. Weil das Balancing ist halt total für den Arsch. Ja, gut, oder so. Ja, genau. Guck dir mal einen Unterschied an. Ist klar. Ja, gut, man muss sagen, es war auch Feuer Benares. Könnte schon passen, eigentlich. Gut, stimmt eigentlich, ja. Gut, eigentlich kann's passen. So, ich bin fertig, das war's. Mehr habe ich nicht. Aber naus. Na, ich könnte mal gucken, was gibt's denn im Shop so? Es gibt ja wieder neue Sachen. Right. So, Aufgabenshop. Ja. Ja, was? Nee, habe ich doch. Ach so, habe ich nicht gekauft. So, jetzt können wir uns nämlich noch eine Aufgabe holen. Oh, wer schreibt denn jetzt schon wieder? Mann, Leute. Vor allem, warum wieder immer Facebook, Leute? Was ist los? Parvati und Raven. Ah, okay. Gut. Kann man machen. Was haben wir hier noch? Nochmal B, nochmal Parvati. Naja, gut. Okay. Ja gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Gut. Was brauchen wir hier? Da brauchen wir hier noch Material, ich glaube ja, oder? Dann würde ich sagen, konzentriere einfach noch ein bisschen. Davon haben wir erst 14. Oh Gott. Boah, aber glaube ich davon eh noch ein bisschen. Weil ich muss noch die Stigmata upgraden, da war noch was. So. Ach ja, stimmt, das Event kann ich mal zeigen. Richtig. Also es ist im Grunde nichts Besonderes. Es ist halt ein Charakter-Event. Hast halt hier mit Stories und so. Was ich richtig geil finde, Stan und Susanna sind dabei. Das ist richtig geil. Oder ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Hier, genau. Susanna und, wie heißt die? Alvid oder keine Ahnung. Aber Susanna ist eh die Beste. Susanna ist einfach die Geilste. Also wenn ihr den Manga kennt oder so, ihr werdet Susanna wirklich lieben lernen. Es ist zu geil. Die ist so krass drauf einfach. Ich feiere die einfach. So, dann hast du halt, ja, wie gesagt, das sind halt ganz normal die Aufgaben. Ich sag jetzt mal Event-Story-Mission, nichts Besonderes. Dann hast du hier Tutorial, ganz normal für den Kampfanzug. Und du hast halt hier die Herausforderung. Wobei man sagen muss, die letzte Herausforderung ist einfach Dogshit. Die kannst du gar nicht packen. Also das kannst du wirklich mit allen Mitteln versuchen, das geht nicht. Und das hier ist so ein Online-Scheißdreck, den habe ich einmal gemacht, nie wieder. Das ist der letzte Scheißdreck, also wirklich der letzte Scheiß. Weil du kannst nur verlieren eigentlich. Weil die eh alle mit ihren völlig overpowerten Spasten da kommen. Und die sind eh schon alle Level 300 da in dem Event. Ich bin Level 0, was total super ist. Also, ja, es macht halt auch nicht sonderlich Spaß, muss man sagen. So, machen wir das mal ganz kurz hier. Ich muss gerade mal gucken. Was muss ich überhaupt machen? Töte 2... Ja gut, das geht ja locker, denke ich mal.
Feinde. Nee, beende die Phase. Ja, gut, okay. Achso, dreimal Ausweichen-Skill. Oh. Okay, okay, okay. Schwierig. Was ist denn hier jetzt los? Oh, ja, super. Jetzt kriege ich eine Benachrichtigung. Ich war vorher in einer Quest. Ja, super, toll. Das ist jetzt auch zu spät. Oder nee, wir haben ja Aufgaben. Warte mal, warte mal. Dudu. Haben wir es jetzt schon mit 5 Sekunden? Was? Als ob das nicht locker 5 Sekunden waren, Laber. Kann nicht sein. Ah, jetzt hat er aber. Das hätte mich jetzt aber gewundert. Naja. Ja, greif halt an! Mann! Bam! Bam! Okay. Ja, die Phasen sind echt nicht schwer, also... Kann man locker schaffen. So, alles drei. Das heißt, wir haben alle drei Sterne. Gut gemacht. Dam dam. Jawohl. Blitzschläge. Ja gut, ich weiß nicht, was die jetzt bringen. Keine Ahnung. So, und ansonsten kriegen wir hier die Belohnung. So, und es gibt hier jeden Tag halt, wie gesagt, kannst halt 18 Sterne farmen insgesamt. Und das ist es halt, das geht jeden Tag weiter. Also das hier ist morgen, das hier ist übermorgen und so weiter und so fort halt, ja, nichts Besonderes. Und hier kannst du auch nochmal Dings, Materialien farmen. Kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Ist auch sehr interessant. Also tatsächlich ist es echt interessant, muss ich sagen. Muss man fairerweise wirklich sagen. So. Kannst du halt diese Materialien farmen, die du brauchst, um das Outfit zu kaufen. Ich will auch von May das Outfit unbedingt haben. Also ich werde das auf jeden Fall farmen, bis zum geht nicht mehr. Ich will das unbedingt haben, ey. Aber das ist so ein geiles Outfit einfach. Ja, hallo! Lass mich vorbei, du Hurensohn! Wichser. Da. Ja, und muss halt die ganze Zeit den Boss töten eigentlich. Das ist es halt. Und dann kriegst du hier 50 von den Dingern. Wie viel haben wir überhaupt?
Man muss das, glaube ich, eh ein paar Mal machen. Oder man kann es unbegrenzt machen. Ich habe keine Ahnung. Ja, egal. Nee. Beendet eine beliebige Phase von zweimal. Aber man kann das auch noch zweimal machen. Ja gut, werde ich dann später machen. So, soweit, so gut. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was bekommen. Hä? Was ist denn das? Lol. Einfach mal Nacht, okay. Ist das normal? Das ist ja lustig. Warum ist es hier so dunkel? Das ist ja geil. Okay. Es ist hier auch so dunkel. Hä, was ist das jetzt? Ist ja lustig. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Bug ist oder so, aber egal. Feier ich irgendwie ein bisschen. Naja. Hoppala. Ja gut, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das dann erstmal mit Honkai für heute. Und Donnerstag geht's dann weiter mit einem Weihnachts-Special, sag ich mal. Also ihr könnt schon mal drauf gefasst sein. Es wird auf jeden Fall wieder eine kleine Runde im Wohnheim geben. Da habe ich schon ein bisschen was organisiert. Und ja, dann würde ich sagen, bis Donnerstag, bis zu Weihnachten. Ciao.